Und bei einer entspannten Taverne-Musik sage ich willkommen zurück zu einem entspannten Stündchen im Witcher-Universum, im ersten Witcher-Teil. Und ich würde sagen, wir tun es den ganzen Leuten noch zu Beginn gleich mal gleich, um die Androhung aus dem letzten Part, aus der letzten Mission, nee, aus der letzten Aufnahme, wollte ich sagen, ja, zu verwirklichen, mal was umzusetzen. Wir gehen doch jetzt, wieso rennen wir denn wie so ein Gestörter hier durch die Gegend? Scheint zu passen, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt erstmal mit dem Feldwebel ein bisschen was trinken, damit wir dann hier in der einen Quest, wo habe ich sie denn hier, genau, dann den Tavernschlüssel, genau, nein, den Kloakenschlüssel bekommen. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch ein Ausrufezeichen. Ich darf alles behalten, was ich in Milkas Haus finde. Ich habe den Schlüssel zum Spukhaus. Wenn ich die Ungeheuer vertrieben habe, kann ich alles behalten, was ich finde. Ach ja, stimmt, das war auch noch. Genau, genau. Das heißt, wir könnten, nachdem wir getrunken haben und ausgenüchtert haben und dann wieder getrunken haben und dann wieder ausnüchtern oder so ähnlich, mal schauen, wo wir dieses Haus finden und da drinnen dann mal ein bisschen die Geister vertreiben, die da drinnen lauern. Wobei die mich wahrscheinlich eher der Reihe nach schön böse verprügeln werden, wenn ich an den Schwierigkeitsgrad denke. Aber davon lasse ich mich überraschen. Jetzt aber zurück zum Feldwebel. Habe ich noch genug Bier dabei? 5 davon, einen Wein und noch 4 andere Biere. 9, habe ich da irgendwo noch was anderes gehabt? Ach, hier sind nochmal 3 Biere. Okay, also wir haben 12 Bier und ein Wein, das müsste eigentlich für ihn reichen, behaupte ich. Aber ich sag's mal so, mir würde es auf jeden Fall reichen, aber das ist unwichtig. Gehen wir jetzt erstmal ins Gespräch. Ah, der Schluck auf Johnny vom Würfelpoker. Ja, ja, ich möchte nichts hören. Dankeschön. So, jetzt aber trinken wir etwas. Der perfekte Einstieg, möchte man vorsichtig sagen. Komm, das Ekelhafte gleich am Anfang rein mit dem Wein. Aber ich glaube, der hat logischerweise mehr Prozente. Vielleicht kann man, oder haben wir deswegen den ersten so schnell unter den Tisch getrunken. Wir schauen einfach mal. Ja, nach dem zweiten Getränk sind wir schon ein bisschen angedüdelt. Das ist okay. Immer schön rein damit. Wenig Alkohol. Ach, ich habe beim Wein nachlesen können, ob das mittelstark oder viel Alkohol ist. Egal, rein damit. Gut auch, dass sie hier nicht wählerisch sind, was sie mit mir trinken wollen. Ja, komm, eins noch und dann müsste es langsam mal reichen. Der Weg zum Gastwirt, um dann wieder auszunüchtern, das wird ein sehr weiter und sehr langer Weg. Ja Mensch, jetzt will das aber wirklich wissen. Überflüssiges Gefasel. Ich bin erledigt, aber es war ein verdammter Hexer nötig, um mich zu übertreffen. Ich schätze, ich habe mich bewiesen. Gebt mir den Schlüssel. Wisst ihr was? Ich habe schon lange niemanden mehr getroffen, mit dem ich mich so gut unterhalten konnte. Es ist fast so, als wären wir Brüder. Ihr müsst wissen, ich stamme aus der Familie des berühmten Reisenden Buivit Barkhuizen. Feldwebel, der Schlüssel. Geralt. Sagt Ora zu mir. Wir haben zusammen getrunken. Also seid ihr mein Freund. Jedenfalls hat mein Vorfahr, dieser Reisende, dieser Abenteurer, ein Tagebuch geführt. Es ist schon fast eine Antiquität und seit Generationen in Besitz meiner Familie. Ich habe von Backhuizen gehört. Hat er nicht den Schwalbenturm entdeckt? Genau das ist er. Geralt, ich habe gerade so ein schreckliches Verlangen. Nehmt das Tagebuch, mein einziger wahrer Freund. Und den Schlüssel zu den Kloaken. Kommt her, gebt uns einen Kuss. Vielleicht ein andermal. Der einzig wahre Freund, dem er dann erstmal ein uraltes Familienerbstück vermacht, natürlich. Oh, wer da, das sind aber echt gut dabei. Haben wir das Buch jetzt eigentlich erhalten? Gegenfrage. Und jetzt möchte ich mal schauen. Aktive Quests anzeigen. Unter der Luke. Ich konnte Feldwebel-Orel unter den Tisch trinken. Ja gut, das haben wir tatsächlich sehr gut hinbekommen. Wofür mich meine Leber bestimmt hasst. Ja, das unterschreibe ich so. Wie gut, dass ich ein Hexer bin. Wie dem auch sei, ich habe den Schlüssel zur Kloake. Und da schauen wir doch nach der Ausnüchterung gleich mal rein. Ah, was hatten wir sonst noch? Ne, hier waren wir soweit durch. Genau, jetzt überlege ich gerade und überlege.
Ne, Milka ist da. Ne, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt im nächsten Schritt erstmal... Geralt würde schon sagen, nicht stehen bleiben. Faustkämpfer, gehen wir erstmal nach da hinten. Auf jeden Fall ein weiterer Satz, der gerne von so stark alkoholisierten kommt, dass mir persönlich noch nie passiert ist. Nein, nein. Zumindest habe ich den Satz noch nie so gehört. Nein. Ist nach dem Motto, mein bester Freund, wenn man gerade, wie soll ich sagen, einige Sekunden nur in irgendeiner Kneipe oder Taverne, was auch immer sitzt, und dann kommen irgendwelche doch sehr betrunkene Leute her. Ja, lass uns beste Freunde sein und so weiter. Das ist, ja... Ich erkenne hier so die eine oder andere Parallele, nur dass ich dann mit zwei Schwertern auf dem Rücken dann irgendwie wieder aus der Kneipe rauswandert. Das mache ich dann eher weniger. Wo ist denn jetzt hier dieser Fachmann, der uns einen Schlafplatz anbieten kann? Unser Gastronom, der da... Liegt der da auf dem Boden? Ich sehe das gar nicht richtig. Ach nee, da räumt irgendwas auf, glaube ich. Ah ja, okay. Willkommen im... Ich suche nach... Ich sehe... Ja? Das überspringen wir mal ganz schnell. Und ich habe mitgekriegt beim letzten Mal. Oder beim letzten Mal schneiden. Oder jetzt hier gerade. Hier gerade habe ich es wieder nicht gesehen. Da war ich wieder zu hektisch. Aber beim Schneiden der letzten Folgen habe ich gesehen, der will hier auch 5 Münzen dafür haben, dass wir hier nächtigen dürfen. Ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, nicht gerade wenig. Gerade wenn man insgesamt auf 2000 Münzen anpeilt. Aber ich glaube, es ist irgendwie vertretbar. Und wir sind wieder nüchtern. Ja, ja. Die eine oder andere Geschichte aus der Kneipe. Durchaus, durchaus. Aber ja, lassen wir das, bevor mich hier noch im Kopf und Kragen redet. Wir gehen erstmal wieder nach draußen. Habe ich wirklich schon mal zu jemandem im totalen Rausch? Nein, bisher wurde mir der Satz nur gesagt. Ich habe den selber, glaube ich, noch nie so komplett losgelassen. Wie gesagt, ist egal. Jetzt haben wir den Kloakenschlüssel und wir können zum Milvers Haus. Weißt du was? Wir gehen erstmal zum Milvers Haus. Wo ist das denn? Da, abergläubisch. Zeig mal her. Ach, das ist ja vorne direkt neben dem Stadtkerker. Ach, dann gehen wir da zuerst mal hin. Komm, ganz schnell. Ganz schnell, ganz fix. Da vorne wohnt der Reiser. Da gehen wir noch nicht hin. Ein alter Mann. Söldner. Die Soldaten, die brav patrouillieren. Da fällt mir gerade ein. Was ist denn eigentlich hier, okay. Ich wollte gerade fragen, ist das hier das Kloster, wenn es hier den Ort noch gar nicht gibt? Aber das ist die Tür zu Everdens, oder wie heißt, Villa. So. Interessant. Ja, wir werden da auf jeden Fall hingehen, weil wir müssen ja auch noch auf den, Friedhof. Aber vorher können wir hier mal wieder 5 Blumen mitnehmen. Hier ist eine Tür. Komme ich dieses Mal hier rein? Oh, ich komme hier rein. Lagerhaus des Schmieds. Loretier, Kleiderschrank. Okay, Hallöchen. Gwynblade? Ihr kennt mich? Ich habe andere von euch erzählen hören. Und ihr seid leicht zu erkennen. Vergebt mir, aber ich habe nicht die Kraft für eine ausgiebige Unterhaltung. Ein Ghoulbiss. Ich fühle mich nicht besonders gut. Es dauert nur einen Moment. Ja? Der Name von der Dame kommt mir irgendwer bekannt vor, aber ich komme schon wieder nicht drauf, woher. Aber nachdem wir jetzt hier auf einmal reinschlappen können, ja, fragen wir doch einfach mal das da. Wie ist das Leben in Vizima? Den Anderlingen wird es hier nicht leicht gemacht. Mein Freund Gunn besitzt eine Schmiede. Aber die Stadtwachen drohen ihm ständig, ihnen ein schlechteres Viertel umzusiedeln. Sie brauchen seine Werkstatt für einen Rüstungsschmied, einen Menschen. Das klingt fast so, als würden sie ein Ghetto errichten. Aber irgendwie bezweifle ich, dass die Anderlinge sich einfach in einen schlechteren Teil der Stadt umsiedeln lassen. Ich fürchte, ihr irrt euch, Hexer. Obwohl derartige Aktionen die Spannungen zwischen den Völkern vermutlich vergrößern werden. Ich kenne da einen Elf namens Yevin. Wenn er die Mittel dazu hätte, würde er jede Möglichkeit nutzen, einen Aufstand der Anderlinge anzuführen. Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Aber wenn es dazu kommen würde, für wen würdet ihr dann Partei ergreifen? Für intolerante Menschen? Oder nicht tolerierte Anderlinge. Ach ja, damals wäre ein Blick in die Zukunft so wertvoll gewesen.
für intolerante Menschen oder nicht tolerierte Anderlinge. Ja, soweit ich das aber mitbekommen habe, sind die Anderlinge auch in großen Teilen nicht unbedingt tolerant. Aber ja, was haben wir denn? Die Menschen sehen mich als Mutant. Ich werde geneigt, die Aufständischen zu unterstützen, weder noch. Die Hexer wollen es schaffen, um die Menschen zu schützen. Oh, da gefällt mir ja gar keine von den drei Antworten. Ich würde mich raushalten. Die Menschen sehen mich als Mutant. Die Hexer wurden geschaffen, Menschen zu schützen. Ja, aber eigentlich vor Monstern und nicht vor Anderlingen. Auch wenn sie mir nicht unbedingt gefällt, ich nehme mal die Antwort Nummer 2. Weder noch. Ich würde mich raushalten. Denkt darüber nach. Es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem ihr gezwungen seid, eine Wahl zu treffen. Lebt wohl. Das stimmt. Und so neutral waren wir dann natürlich auch nicht. Aber ich würde sagen, die Antwortmöglichkeiten 1 und 3, die haben das Ganze ja noch unpassender beschrieben. Wir haben einen neuen Charaktereintrag. Lorethiel hat jetzt hier auf einmal so einen toten Witterschädel obendrauf. Und hier war es eben noch so ein Wolfskopf. Okay, ein kleiner Fehler, ungeachtet dessen. Lorethiel ist eine starke und unabhängige elfische Jägerin, die Ungeheuer jagt, genau wie die Hexer. Bei einem solchen Unterfangen hat sie kürzlich eine schwere Verletzung davongetragen. Als sie sich mit Ghoulen angelegt hat. Wenn die mit uns sympathisieren, kann ich jetzt sehr schlecht die Sachen aus der Truhe klauen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Und ja, wir waren auch im Hauptspiel natürlich nicht so neutral, wie man es vielleicht hätte sein können. Aber da war ja die Motivation nicht, die Menschen zu schützen, sondern eigentlich... was war da eigentlich die Motivation, beim Orden mitzumachen? Das ist eine sehr gute Frage. Halt, hier lang möchte ich gehen. Was hatten wir da denn als Motivation? Das spricht jetzt nicht gerade für mich, ne? Zeig mal her, liegt... Hier kann man auch wieder sammeln, auch wieder eine. Aber das Amulett dreht immer noch durch. Warum, frage ich mich. Da muss ja irgendwas trotzdem mit Monstern in der Nähe sein. Hier ist noch nichts nachgewachsen. Wir sammeln bloß mal schnell ein. Es sind ja hier und da wieder ein paar Münzen, die man gut und gerne umsetzen kann. Aber ich glaube, die Wahl aus dem Hauptspiel, die kann man mit das kleinere Übel wahrscheinlich am besten beschreiben. Tempel der Meditele. So, Tür zum leerstehenden Haus. Ne, hier rastet das Ding nicht aus. Huh. Was haben wir denn alles zur Auswahl noch an Tränken? Zweimal einen Wald... Ach, ich hab Waldkauz dabei. Da könnten wir vielleicht dann trotzdem nochmal den Stein ausprobieren. Das habe ich ganz vergessen, dass wir Waldkauz haben. Das Buch haben wir... Was haben wir hier noch? Einmal Katze, einmal Schwalbe. Ich würde fast sagen, die Katze kann man dann höchstwahrscheinlich in der Kanalisation benutzen, wenn man sie denn braucht. Und die Schwalbe vielleicht jetzt gleich. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was da so spukt. Leerstehendes Haus. Oder muss ich nachts dafür herkommen? Es macht wahrscheinlich Sinn, dass ich eher nachts nochmal hierher schaue. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Zeig mal her. Nur aktive... Ich habe Milkas Haus gefunden. Es scheint tatsächlich darin zu spuken. Wenn ich einen Lohn für diese Arbeit bekommen möchte, sollte ich das Haus durchstöbern. Schwarzpulver und Schweinefleisch. Das kann man machen. Ein bisschen Bier. Haben wir noch eine zweite Etage, wo es spuken könnte vielleicht oder so? Oder muss ich wirklich des Nächtens nochmal hier auftreten? Nee. Treppe nach unten. Schauen wir mal. Buhlalalala. Moment. Kann ich vielleicht? Ich hätte beim anderen gekonnt. Na, egal. Moment, hier nochmal zurück. Was hat er jetzt gemacht? Nein, nicht die... Jetzt zieht er hier die Waffen durch, das war sehr schlau. Aber ich sehe gerade, wir hätten noch ganz viel Ausdauer gehabt. Aber erstmal eine Schwalbe. Na schön, hier mal auf Abstand bleiben. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Au. Ich mache nicht gerade wenig Schaden. Darf ich vielleicht mal... Kann ich die Erscheinung... Ich glaube, ich kann die Erscheinung töten. Natürlich nicht, aber dafür bin ich wahrscheinlich gleich tot. Ah ja, dafür bin ich wahrscheinlich gleich tot. Sehr gut, hat sich das direkt gelohnt. Ja, man merkt schon, wenn man mit seinen Tasten nicht umgehen kann, sollte man das vielleicht sogar sein lassen. Zwei Monster, die sind tatsächlich nicht ziemlich ungesund. Aber okay, wir haben ja auf schwer gestellt. Wir wollen ja ein bisschen eine Herausforderung haben. Machen wir das Ganze nochmal. Die Erscheinungen kommen also auch tagsüber raus. Also questbedingt. Alles klar. Und die tauchen
unten wiederum auf, was bedeutet, unten müssen noch größere Schätze liegen. Interpretiere ich jetzt einfach mal so. Das nehmen wir mal direkt alles mit. Und das hier nehmen wir auch mit. Aber wenn ich das weiß, schmeißen wir uns hier oben gleich mal eine Schwalbe rein. Obwohl für zwei Monster, ne, die haben es eigentlich schon in sich. Wir machen hier einmal eine Schwalbe. Und einmal, wo ist denn mein Inventarknopf? Dann einmal einen Waldkauz. Und das müsste eigentlich reichen. Oh, sie sind natürlich wieder sehr stark vergiftet schon. Habe ich irgendwas noch für die Klinge selber? Nee, na dann gehen wir mal runter. Schade, ich dachte, das könnten wir jetzt tun, aber anscheinend nicht. Und zurück. Na, 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 na. Kann ich jetzt hier einen vielleicht? Jawohl, das hat funktioniert. Wunderbar. Da ist der erste tot. Ah, da würde ich jetzt keinen Waldkauz reinschmeißen müssen. Egal, dafür gehen wir wahrscheinlich... keinen Waldkauz, habe ich keinen, Och, mir liegt es auf der Zunge. Der ominöse Trank. Schwalbe, genau ist das Stichwort. Habe ich eigentlich keine Schwertkämpfer-Skills, weil hier keine... Weil hier die Silber... die Klinge nicht blinkt? Oder ist es im schweren Modus ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ein Erfahrungspunkt jeweils. Kiste, Kiste, Kiste. Aufgang nach oben. Überreste, ein Ektoplasma. Interessant, dass die immer liegen bleiben. Wo ist das zweite Ding? Das ist nicht mehr da. Behälter. Nur 8 Münzen und Salpeter nehme ich mit. Und hier, wie schaut's aus? Ja, gut, ein Dolch, temerischer Stahl. Oh, temerischer Eisendolch, temerischer Stahldolch. Und das Schild, wir haben nochmal 10% Schmerz mit drauf. Dann nehmen wir den da mit. Und 2 Schleifsteine. Einmal 10, einmal 20%. Da ist nichts mehr für uns drin. Und hier, den Silberringe werden wir 100% nicht brauchen. Der Lara Dorin oder Doreen-Anhänger. Doppelt klicken oder ziehen, um zu nehmen oder zu verwenden. Nehmen wir. Was soll ich denn damit machen? Das ist 100% nicht irgendein Quest-Item. Und hier der Silberring wahrscheinlich auch. Und 250 Münzen. Okay, also wir haben eigentlich fast schon die 2000 zusammen. Ich würde aber trotzdem eigentlich gerne jeden Queststrang hier noch mitnehmen, wenn wir schon mal hier unterwegs sind. Ansonsten gibt es hier nichts mehr, oder? Nee, es gibt hier noch eine Tür und den Ausgang nach unten. Dann gehen wir hier mal entlang. So. Ich meine, ich habe jetzt noch den Waldkauz-Intus, aber auch die Schwalbe. Theoretisch wäre die Schwalbe ein Stichpunkt oder ein Punkt für die Kloaken. Auf der anderen Seite können wir vielleicht mit dem Waldkauz, was hält denn wie lange? 7 Stunden, 1 Stunde 30 Minuten. Okay, dann gehen wir erstmal rüber in die Kanalisation, weil mit der Schwalbe sollten wir da besser gegen die Untoten oder Ertrunkenen zurechtkommen. Betreten auf eigene Gefahr. Das war ein Drecksklub. Genau, und dann mit den restlichen Waldkauzpunkten können wir vielleicht schauen, ob wir da noch die Zeichenkombination rauskriegen. Oh, wie ich es hier hasse. Aber hier ist es dann wirklich sehr, sehr dunkel. Ich würde sagen, hier nehmen wir dann einfach noch das Ding mit ein. Auch wenn jetzt die Toxizität, ein schwieriges Wort zu später Stunde, einmal mehr wahrscheinlich dann gleich komplett durch die Gegend pocht hier auf dem Bildschirm. Ah ja, ich sehe hier und da schon ein bisschen was flackern auf dem Bildschirm, aber ich höre noch keinen Herzschlag. Ja, der gefährliche Dolch, obwohl ich mich hier wieder verdrückt habe, sollte das mal werden. So, das schmeißen wir hier hin. Hier ist ein Fass, aber nichts drin. Wie schaut es denn hier aus? Kann ich hier die ganze Kanalisation erkunden? Da ist ein Fass. Meine Klinge ziehe ich mal lieber. Ja, genau. Ah ja. Aber ich gehe davon aus, wollte gerade sagen, die werden... nicht viel Schaden machen. Der da lebt noch. Oh, der lebt auch noch. Und dann sind ertrunkene Tode. Ja gut, immer bloß ein Erfahrungspunkt ist nicht so viel, aber stimmt, es war hier auch noch mit notiert, dass die hier in diesem Spiel nur einen Erfahrungspunkt geben. Unbekanntes Kraut, darf ich das jetzt nicht pflücken? Na toll. Keine Ahnung, wo ich hierfür das Rezept kriegen würde. Vielleicht müssen wir dafür nochmal hier runter. Achso, Schöllkraut, Buch. Ermöglicht es verschiedene Pflanzen sowieso. Zeig mal her. Schöllkraut, das Buch beschreibt das Schöllkraut und liefert Informationen über die Methoden, aus dieser Pflanze alchemistische Zutaten zu gewinnen. Schade, ich dachte, das wäre zu einfach gewesen.
Gänseschmalz und eine Fackel. Unbekanntes Kraut, das ärgert mich jetzt. Ich dachte, wir können die Kanalisation mal ein bisschen Ressourcen mitzunehmen. Ja, ich habe schon wieder ewig viel. Ja, genau, ein Flatterer auch noch. Der könnte wahrscheinlich gleich ziemlich ungesund werden. Oh, ich sehe. Ach nee, ich sehe gerade, der wurde anscheinend etwas. Wie soll ich sagen? Etwas optimiert. Weil er nicht so viel nicht so viel Leben aushält. Nee, Quatsch, weil er nicht so viel Lebenspunkte hat. Was ist denn jetzt wieder los? Alter, wir sind ja drunter den Toten ziemlich stark. Oder habe ich so einen Gruppenkampfbonus vielleicht gerade bekommen? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich gleich wieder tot bin. Und das gefällt mir jetzt ja eher weniger. Das nehmen wir.